KTM, eine absolute Augenweide. Ihr habt lange drauf gewartet. Jetzt habt ihr auch KTM-Fahrräder. Andere Marken habt ihr ja schon seit 20, 30, 40 Jahren. Weiß gar nicht, wie lange es den Laden schon gibt. Aber KTM und gerade dieses Moped hier mit Bosch Performance CX und allen drum und dran, ein Fully von KTM, da hast du schon Augen gemacht, als kam, oder? Hi Sven, ja, also das ist natürlich für uns als Mountainbiker schon natürlich nochmal eine andere Geschichte, wenn hier so richtige Monster reinkommen mit 160 mm Federweg, wie es jetzt hier bei dem KTM Capo heißt, der 79-73 ist. Und es ist halt auch interessantes Rad für uns, weil es halt für unter 5,3 halt echt ein Rad ist, wo nicht so abgefahren ist vom Preis. Also 5,3 heißt 5.300 deutsche Euro. Genau. So, zahlst du dafür. Dafür kriegst du aber ein Fully mit einer schönen Ausstattung. Wir gucken uns das gleich mal Stück für Stück an. Bosch Performance CX ist mit drin und das Ganze ist sehr pragmatisch auch ausgestattet. Also darf man damit jetzt in den Bikepark oder sieht es nach mehr aus, als es kann? Also ich glaube, mit 160 mm Federweg, da kannst du in jeden Bikepark, den wir hier so in der Umgebung haben, ohne Probleme, da kannst du auch in die Alpen mitfahren. Das Fahrwerk, das verbaut ist, eigentlich ein richtig tolles. Du hast die RockShox Gold, ist es, glaube ich, verbaut. Mit Silber. Die RockShox Silber verbaut mit 35er Standrohren. Du zeigst ihn schon, einen Dämpfer mit Piggyback. Jetzt, das machen wir erstmal hier. Gehen wir hin und machen wir die Gabel zunächst mal. 35 mm. Das ist Federweg nochmal. Wie lang ist der? Du hast 160. Das ganze Fahrwerk hat hier 160 mm Federweg. So, 160 mm Federwerk, full RockShox hier drin, oder? Nee, du hast tatsächlich eine RockShox-Gabel verbaut und einen Sandtour-Dämpfer, aber einen sehr hochwertigen mit einer Piggyback, mit einem Ausgleichsbehälter vorne, sodass das Ding dann auch richtig wartungsarm ist und auch unter hoher Last zuverlässig bleibt. Ja, schön. Bosch Performance CX mit drin. Richtig viel Drehmoment. Wir schauen uns mal die Bremse an. Auch hier keine Kompromisse. Eine Vierkolben-Bremsanlage mit großer Bremsscheibe vorne. Eine sogar, wo die Ersatzteile von Shimano nicht die Welt kosten. Also es ist ja immer schön, wenn man so Ice-Tech und so weiter hat, aber wenn dann der Gang für eine Bremsscheibe oder Bremsbeläge da mal fällig sind, dann legt man sich schon nieder, oder? Ja, die kosten dann schon ein bisschen was. Da geht es schon Richtung 90 Euro, wenn du da eine tauschen willst. Ich würde sie ehrlicherweise trotzdem noch nachrüsten. Ich finde die von der Optik einfach super und auch von der Performance. Das würde hier gehen. Kann ich hier Ice-Tech drauf machen auf die? Naja, klar. Machen wir tatsächlich auch relativ oft, weil viele Leute auch drauf stehen. Da darf ich mal sehen. Da hast du mal eins da, weil dann wenn du mal eins gerade mal holen gehst, nur mal zeigen, dann mache ich mal mit Lucien weiter. Das war übrigens Tobi. Tobi, wenn du einmal winkst, genau, das ist Tobi. Wir sind in Kaiserslautern. Konrad Green Bikes. Das Ganze gibt es wie lange schon? Seit 1994, nächstes Jahr dann 30 Jahre. Ne? Okay. Auch an dem Standort hier in Kaiserslautern und auch mit dem ganzen Line-Up hier, ja, und den Marken größtenteils. Ja, Nobby Nick ist drauf, kenne ich. Und hier hast du einen sehr grobstolligen Reifen, den man sich auf der Straße auch schon mal schnell wegfahren kann. Dafür ist es aber gar nicht gedacht. Man kann schon auf der Straße fahren. Ne? Man kann auf der Straße fahren, ist ja so eine Art Hybridreifen, ähnlich wie es der Smart Sam auch ist. Hier nur ein bisschen grober halt, weil du siehst, die Stollen sind stärker angeordnet, und also beziehungsweise weiter weg voneinander angeordnet und auch dicker. Beim Smart Sam werden die Stollen zum Beispiel feiner. Ne? Das Ding ist halt, das hier Rad ist hauptsächlich natürlich für den Wald gedacht, weil sieht man daran, du hast hinten 70 mm, das ist ein 2,8er. Also das ist schon sehr, sehr breit. Ne? Das Coole ist, wenn du den mit etwas weniger Luftdruck fährst, so es langt schon 1,8 oder so, dann ist die Auflagefläche so breit, dass der wie ein Traktor oder fast wie ein Panzer eine Auflagefläche hat und dann auch an der Seite den Waldboden, das kennst du so, diesen Matsch, der entsteht, wenn es erstmal so richtig regnet im Herbst, und dann bist du froh, dass du so einen Reifen hast, oder? Absolut. Vor allen Dingen, was ich auch immer genial an diesen Reifen finde, man denkt dann so, oh, da komme ich aus dem Wald raus, bin komplett zugematscht, aber der hat einen sehr guten Reinigungseffekt. Das heißt, wenn du aus dem Wald rausfährst auf die Straße, ist der direkt wieder sauber. Ne? Das kann man wirklich nachrüsten. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe gedacht, die Aufnahme wäre vielleicht noch ein bisschen anders. Und das ist die Ice-Tech. Das ist die Ice-Tech. Du bekommst natürlich sowohl Center-Lock als auch 6-Loch-Aufnahme. Also es passt grundsätzlich immer, egal was du an deinem Rad verbaut hast. Und die hier wäre jetzt sogar noch relativ affordable, also für 52, 51 ist es eigentlich voll okay für eine 203 mm. Die Scheibe ist es jetzt, okay. Genau. Die Bremsbeläge selber, die würden auch reinpassen mit diesen Kühlkörpern. Ja, mit Kühlrippen könntest du auch Bremsbeläge noch reinsetzen, das würde auch funktionieren. Cool.
cool. Also kann ich jetzt erstmal dann das Ganze nachrüsten. Coole ist, es ist eine, au, die ist aber schön. Mhm. Das sieht man hier sehr schön, da ist sie offen. Optisch natürlich ein richtiger Hingucker im Vergleich zu der anderen Scheibe. Und das ist der gleiche Durchmesser oder ist das ist ein anderer? Nee, das ist, ich muss mal auf die, ich muss auf die Aufnahme mal gucken. Warte, ich guck mal gerade, die Scheibe sieht, die schwarze sieht viel größer aus. Ah nee, die würde passen, oder? Genau, jetzt muss ich gucken, dass ich das so greife, dass ich die nicht fettig mache an den. Das ist schon ein ordentliches Ding, ne? Die ist ein bisschen größer, glaube ich, oder? Die wäre für vorne, wäre das. Ja, für vorne. Ja. Und da hast du jetzt eine Senderlock-Aufnahme. Wir haben jetzt eine 6-Loch-Scheibe gerade in der Hand, aber kriegst natürlich auch Senderlock. Okay, also coole Optik, kann man nachrüsten, wenn man drauf steht und die Scheibe eh runter ist, aber so eine Scheibe hält leider sehr lange. Also man kann schon sagen, ein paar tausend Kilometer, ne? Ja, ein paar tausend mit Sicherheit. Also ich glaube, da musst du schon bös bremsen, dass du die schneller abfährst. Kommt aber tatsächlich drauf an, wie die Leute fahren. Wir haben es sehr oft in der Werkstatt, dass die Leute sagen, meine Bremsscheibe, da kommt nicht mehr so viel Performance raus. Ja, gut, wenn man halt schleifen lässt, dann verglasen die, laufen blau an und werden dann halt hart auch, ne? Also das ist die Bremsbeläge. Das heißt, man soll halt schon so ein bisschen stoßweise bremsen, die ganze Zeit langsam schleifen lassen, dann halt den Pass runterfahren. Ne? Echt? Soll man nicht schleifen lassen die ganze Zeit? Ja, machen okay. Aber schon doch viel. Dann werden sie auch heiß, irgendwann gibt es mal Fading. Was ist für ein Öl hier drin eigentlich in der Bremse? Das ist ganz normales Mineralöl. Also du hast ja bei SRAM noch manchmal, dass halt dort Flüssigkeit drin ist, aber hier ist ein ganz normales Mineralöl. Ja, das neue Best-System und hier sieht man auch mal kein Display dran, denn ganz ehrlich, wenn ich hier im Gelände unterwegs bin mit so einem Rad, muss ich nicht zwingend wissen, wie spät es ist und auf das Prozent genau, wie voll mein Akku noch ist. Das sehe ich hier in 5 Stufen. Genau, also du, eigentlich hast du 10 Stufen, also das verfärbt sich dann nochmal, wenn er halb leer ist quasi der Balken. Hast schon eine relativ präzise Anzeige, wie viel Akku du noch hast. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich will aber ein Display, wo ich sehe, was für eine Geschwindigkeit ich fahre. Wir hatten es ja schon angesprochen mit dem Bussystem, da ist auch schnell ein Display. Komm, ich zeig's mal gerade. Das Ganze ist drahtlos, man muss es noch nicht mal groß anlernen und das ist zum Beispiel jetzt ein sehr pragmatisches Display, was ich total liebe. Das Intuvia jetzt auch in hübsch. Genau, das Intuvia 100, das neue. Würde ich jetzt bei dem Mountainbike eher nicht verbauen. Da würde ich wahrscheinlich eher Richtung Kiox gehen. Aber gut, jeder wie er es mag. Ne? Aber es funktioniert. Würde gehen. Würde gehen. So, das ist Kiox, also kleiner, ein bisschen dezenter. Wie das heißt, wir haben hier einen Intuvia-Akku mit drin. Das Ganze ist ein Alurahmen. Kompletter Alurahmen, aber KTM, sagt ihr, sind bei Fahrrädern bei Stiftung Warentest oft Testsieger geworden, was die Verarbeitung angeht und die schwarten ja diese Räder enorm, oder? Naja, klar, da werden sie wirklich mal richtig getestet und auseinandergenommen und da sieht man eben, dass auch wenn nicht immer die allerteuersten Komponenten an jedem Rad dran sind, das Ganze schon sehr durchdacht ist, wie es dann zusammengestellt ist und deshalb halten die das auch ohne Probleme immer aus. Ja, was total cool ist, diese SRAM-Schaltung kann man auf elektrisch umrüsten, ohne viel Aufwand. Ja, also da wirst du mit Sicherheit eine Stange Geld in die Hand nehmen müssen, um eine Access-Schaltung einzubauen, würde aber funktionieren. Würde gehen, denn das ist alles kompatibel, du kannst sogar untereinander tauschen. SRAM immer 12? Immer 12 Gänge, ja. Immer 12 Gänge. Also die 11 Gänge, die gibt es zwar noch, aber ist eigentlich aus der Mode gekommen. Ersatzteillager dann. Was interessant ist, wir waren ja mal im Werk in Portugal von SRAM und da haben, wo die nur die Ketten bauen. Und da waren auch welche, die halt gefärbt sind. Das lassen die halt tatsächlich auch teilweise machen. Und die 12-Gang-Ketten gibt es ja in allen möglichen Farben, wo es von manchen Herstellern, die, wenn man jetzt eine SRAM-Kette holt, gar nicht so gibt. Also die gibt es, wissen viele gar nicht, in Schwarz, Rainbow, Gold, Rot. Also da, und komplett schwarz. Sieht nochmal anders aus wie dieses normale Grau. Ne? Mhm. Also wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann sieht man von der Kette eh nichts mehr, weil ich die... Nee, aber weil manche sagen, ja, warum ist denn die Kette jetzt viel teurer? Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Achso, die hat so Oil-Slick oder... Ja, es ist nicht nur der chemische Prozess, dass die so umgewandelt wird in eine andere Farbe, sondern ist die SRAM holen immer nur die hochwertigste Kette aus dem Sortiment und die werden nur gefärbt. Das heißt, die, die unteren werden gar nicht erst farbig angeboten. Was habt ihr für Ketten von der Rolle? Was nehmt ihr gerne? Hauptsächlich KMC, glaube ich, und Shimano, was halt auch oft bei uns mittlerweile tatsächlich ein Problem ist und wir halt die Lösung dafür haben, ist, dass wir, weil die Leute halt immer mit dem CX reintreten, wie nur was, Turbo, Schalten, Dreigänge, das ist halt dann manchmal die Kette, dass wir Titanketten jetzt auch immer mehr anbieten. Titan? Ja, weil teuer? Die Leute, ja, teuer und sehr robust. Also da darf ich mal sehen, hast du eine hier, Titankette? Ja, also die
Ah, der Tobi. Sorry, Tobi, tut mir leid. Ja, er gibt mal gerade Titankette hoch. Wir müssen da wirklich auch aufpassen. Das haben wir dieses Jahr extrem oft in der Werkstatt, wo die Leute drei Gänge reinhauen. Turbo treten voll rein, dann ist das ein 120 Kilo. Und die reißt die Kette? Die reißt, die zerreißt die komplette Kassette. Das steckt auf einmal die Kette hier zwischen den zwei Ritzeln drin, wo du nur so denkst, hä? Ist mir schon passiert. Also ich muss ja sagen, mit dem Spitzing, ja, ich habe es bisher mal rausbekommen, aber bei 120 Newtonmeter und dann berghoch, falscher Gang drin, einmal getreten, knack. Ja. Ist aber, dann hat die Kette schon ein bisschen was vor. Also eine neue Kette kriegst du nicht kaputt, aber der Verschleiß ist natürlich viel, viel höher. Das ganze System musst du dann ja auswechseln. Das ist dann auch das Kettenblatt vorne halt hier, ne? Och nö, ich mache einfach eine neue Kette drauf und dann hält die zwar nur noch 800 Kilometer, aber dann... Ja, es ist tatsächlich nicht nur so eine Masche, sondern man muss wirklich dieses System, Kassette und Kette, das fährt sich aufeinander ein. Und wir hatten es auch schon dieses Jahr auch schon ein paar Mal gehabt, wo der komplette Spider verdreht war. Also hier vorne, das Ding war komplett... kaputt. Ja, kaputt. Kaputt. Und hier vorne sehen wir eine Titankette vom Hersteller KMC. Die ist dann wahrscheinlich wie eine Rolex verpackt mittlerweile, oder? Ja, so ungefähr. Preis, was kostet was? Ja, zur Rolex ist noch ein bisschen Platz, 140 Euro knapp. Also die Kette? Ja, 170 haben wir auch schon gehabt, knapp 200 Euro. Du musst das auch so sehen, jedes Glied, was du rausholst, und wenn du das auf eine Drehbank schiebst, ne, dann verwindet sich nicht das Glied, sondern... Naja, also wir haben es schon mal ausprobiert, also wirklich in die, eingespannt und das Ding da... verdreht sich gar nichts. Also machst du dein Werkzeug kaputt als die Kette. Ja, das heißt, die Kette ist extrem langlebig, würdest du sagen? Extrem langlebig. Also wirklich extrem langlebig. Da darf ich mal sehen, wenn du gerade mal hochholst, die Nummer rausholst, die Kette. Du holst mal raus. Ich will mal gerade, weil ich habe noch nie eine Titankette gesehen. Das Geile ist, ihr habt ja Sachen, von denen ich ja noch nie was gehört habe, obwohl ich ja tausende von Fahrrädern lang. Die ist noch nicht eingefettet, oder? Die ist schon eingefettet. Und du siehst schon, ne, wenn ich hier drücke, also ich wende gerade richtig Kraft auf, da tut sich nichts. Also vorher fliegt mir der Fingernagel weg, als dass ich hier was verbiege. Das bei den Stahlketten ganz anders. Also da kann man die so sogar schon... Da ist der Missing Link, der ist natürlich auch aus Titan, oder? Ja. Genau, natürlich. So, der Missing Link. Ja, ist die laufgebunden, die Kette? Die hat keine Laufrichtung tatsächlich. Okay, also kann ich gar nichts falsch machen. Kann ich oben, unten, links, rechts, egal wie drauf machen. Okay, ich glaube, ich habe Blödsinn. Ja, nee, ist nicht laufrichtungsgebunden, weil die 12 ist tatsächlich immer in andere Richtung. Ja, kannst du drauf machen, wie du willst. Und die Kette passt jetzt nur auf SRAM, oder? Nee, also passt auf SRAM und Shimano. Okay, also das heißt, der packt die dann und so weiter. Also das ist schon, Ketten und Schaltung ist eine eigene Wissenschaft für sich. Und das Fahrrad, muss ich echt sagen, das ist was ganz, ganz Schickes. KTM jetzt bei Konrad Greenbikes. Das Ganze könnt ihr Probe fahren. Deswegen sind auch hier schon die Testpedale montiert, wie man sieht. Also die bleiben ja so nicht. Aber die Leute können schon mal ein bisschen Probe fahren. Und das wird auch ausgiebig hier gemacht. Man kann hier direkt in der Fußgängerzone fahren. Man kann aber auch mal zum Betzenberg fahren und das Ganze mal ausprobieren. Ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ausstattungsmäßig, glaube ich, haben wir alles erwähnt. Die Sattelstütze, die man verändern kann während der Fahrt, das ist auch ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel einen Berg runterfahre, damit ich meinen Hintern etwas weiter nach hinten kriege und das Gewicht nach hinten verlagern kann zum Beispiel. Genau, einfach auch ein bisschen mehr Beinfreiheit oder ganz klassisch, wenn du so ein Brötchen fährst und die Ampel wird rot, kannst du mal bequem die Füße auf den Boden stellen, so wird es auch ganz gern benutzt. Der Dropper-Post, so, oder es fahren mehrere Leute. Also SRAM-Schaltung. Dann das Best-3-System mit drin. Akkugröße, was haben wir hier? Hier haben wir natürlich 750 Wattstunden. KTM macht momentan ziemlich viel. Also wenn sie in den Einstiegsmodellen halt ein Einstiegsmodell haben, was sehr günstig ist, verbauen die meistens den 500er. Und dann kommen schon meistens direkt schon die 750er bei den. Und was hier halt auch cool ist, das hatten wir ja auch in einem anderen Video schon bei dir gezeigt, die Entnahme vom Akku, das ist ganz feine Geschichte, weil die von oben halt ist, was sehr selten halt eigentlich ist, weil es meistens von unten, wenn überhaupt. Genau, es sind nämlich lange Akkus, die da hier verbaut sind und die werden oben reingeschoben. Sie werden sogar nur reingelegt, sie muss man nicht noch groß reinklicksen. Es gibt aber einen kleinen Trick, wenn man es wieder abschließen will. Das haben wir gerade eben gemacht, das kriegt man aber hier herbeigebracht. Brauchst nicht zeigen, passt. Also guckt euch bitte das Video an vom Tiefeinstieg. Ansonsten KTM. Vom Trapez, was wir eben gefilmt haben. Style 740 von KTM haben wir auch ein Video gemacht. Hat zwar gar nichts mit dem zu tun, aber was ganz Feines. KTM bei Konrad Greenbikes in Kaiserslautern. Da sind wir. Danke fürs Einschalten heute. Ist der
14. Juni 2023. Ciao. Bis dann, ciao.